Hallo, Preview Let's Play von Warhammer 40k Gladius Relics of War. Ein neues PC-Strategiespiel erscheint im Sommer 2018, ist meine große Freude, euch vorzustellen. Ich bin Writing Bull, als YouTuber spezialisiert auf genau solche Projekte, nämlich auf Preview Let's Plays, auf Vorschauen von kommenden PC-Strategiespielen. Das hier ist ein ganz typisches 4X-Strategiespiel, rundenbasiert. Das heißt, wir werden in eine fremde Welt hineingeworfen, werden eine Stadt gründen, werden Einheiten rekrutieren, Fahrzeuge bauen, werden allmählich die Natur entdecken, die Landschaft um uns herum, werden den Fog of War, den Kriegsnebel lüften, auf andere Fraktionen stoßen, die mit uns gemeinsam konkurrieren, die dasselbe Ziel wie wir verfolgen, nämlich diese ganze Welt zu kolonisieren und sie uns untertan zu machen. Es kann nur einen geben, entweder uns oder die anderen. Die anderen tragen in diesem Fall solche Namen wie beispielsweise Orks oder Necrons. Wir sind hier in der Themenwelt von Warhammer 40k, also von der Science-Fiction-Variante des Warhammer-Spiele-Universums vor über den Daumen 20 Jahren entwickelt, erfunden von Games Workshop in Großbritannien. Eigentlich ein Tabletop-Spiele-Universum, das aber längst ergänzt worden ist mit Romanen, mit Computerspielen, mit Filmen, mit was weiß ich allem. Und dieses Spiel hier wird herausgegeben von dem britisch-italienischen Publisher Silverine. Die sitzen in London bzw. im Mailand und stehen für Hardcore-Strategiespiele. Also nichts mit Casual, schon für eine deftige Herausforderung. Die Entwickler Proxy Games kennt ihr vielleicht von Pandora First Contact. Da habe ich auf meinem Kanal rauf und runter gespielt mit großem Vergnügen 2013, 2014. Oft gemeinsam mit dem deutschen Entwickler, dem Game Designer und Programmierer Lorenz Ruhmann zusammen, der in diesem internationalen Team zusammen mit seinem slowenischen Kumpel tätig ist, mit Rock. Und die beiden haben auch hier wieder ein Spiel erfunden, was sich sehr hübsch anschaut, was ein wunderhübsches Interface hat und was sich einfach schön spielt, finde ich. Also ich finde, die machen einen großartigen Job und ich freue mich sehr drauf, dieses Spiel hier gemeinsam mit euch ein wenig zu entdecken. Sollen wir reinstarten? Das hier ist eine abgespeckte Preview-Version. Das heißt, es gibt noch nicht den Mehrspieler-Modus, den es natürlich am Ende auch geben wird. Was es gibt, sind Zufallskarten. Es gibt vier Fraktionen zum Release. Eine können wir in dieser Version nur spielen, das sind die Space Marines. Genetisch verbesserte Krieger in imposanten Servorüstungen, die sie auch wirklich brauchen, denn sie haben den Befehl, das Imperium der Menschheit zu schützen. Sie sind die großartigsten Soldaten, die die Galaxie je gesehen hat. Da bin ich auch fest von überzeugt, denn ich bin deren Anführer der Space Marines. Ihr seid ja vielleicht in unseren Reihen auch mit dabei als genetisch verbesserte Krieger. Wir halten uns natürlich für die Größten. Kann sein, dass unsere Feinde das auch von sich selber behaupten. Astra Militarum. Ebenfalls, hier ist es erklärt, eine Armee, die dem Imperium eigentlich untersteht. Aber in dem Spiel hier konkurrieren wir mit denen. Das Imperium der Menschheit, die das halbe Universum besetzt haben und all die vielen Planeten kolonisiert haben und sich jetzt herumstreiten, beispielsweise mit den Orks. Muskelbepackt, aggressiv, unglaublich widerstandsfähig. Fungoide Orks, das heißt pilzartige Geschöpfe, die sich durch Sporen fortpflanzen. Eine anarchistische, primitiv anmutende Streitmacht, vom Nervenkitzel des Kampfes angetrieben. Und dann noch die Necrons. Es ist eine Ewigkeit her, seit die Necrons als grausame, todlose Herrscher aus Metall über die Sterne geherrscht haben. Doch nun erheben sich Legionen finsterer, fortschrittlicher Kriegsmaschinen wieder aus den Gruftwelten, um zu erobern und zu versklaven. Kein sterbliches Wesen ist vor ihnen sicher. Toi, 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 hoffentlich geht das gut. Ich werde einfach mit großen Laserwaffen und mit ein wenig Kruzifixen und Knoblauch dagegen standhalten. Die Space Marines nehmen wir raus, wir wollen nicht gegen uns selber kämpfen. Recht typisch für solche Partien auf Zufallskarten, eine ganze Reihe von Dinge, die man einstellen kann. Größe der Spielwelt, wir machen es ein bisschen kleiner. Ich kann euch noch nicht versprechen, dass wir die Partie auf jeden Fall bis zum Ende durchzocken. Man weiß, wie viele Updates es noch gibt bis zum Release des Spieles, ob man dann immer die alten Safe Games fortsetzen kann. Das weiß ich nicht und ich will auch gucken, wie viel Interesse dieses Spiel bei euch auslöst, wie viel Freude am Entdecken. Und je nachdem machen wir es ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Und dann den Rest lassen wir mal. Also Landmasse und Tiere, wie viel Wasser, wie viel Land, wie viele Ressourcen, Häufigkeit eingestellt werden kann. Bestimmte andere Geländemerkmale, das lassen wir alles, wie es ist, wie es uns hier standardmäßig vorgeschlagen wird. Auf geht es. Ich wünsche euch und mir
Viel Vergnügen mit Warhammer 40k, Gladius, Relics of War. Und falls ihr euch fragt, warum das Spiel eigentlich Gladius heißt, das spielt auf dem Planeten Gladius Prime, wie ihr gleich auch sehen könnt. Gladius Prime was a bastion of humanity, newly colonized. A suitable base for our chapter to rebuild and recruit. We Space Marines raised our fortress here, grew strong again. But the Orc invasion brought a warp storm that cut off our Emperor's light. And the Dread Necrons crawled from the earth beneath our feet. War was on all sides, yet we are the Emperor's chosen. We do not dread the dark, or quail at the relics of old. Terror is for those who oppose us. We know no fear. Und ist uns die Zufallsgöttin, ist uns Fortuna hold, wie immer die große Frage zu Beginn einer solchen Vorexpertie auf einer Zufallskarte. Was haben wir für einen Startort, für einen Standort, für einen Startpunkt eigentlich erwischt? Rechts unten in der Minimap zu sehen, wir sind ganz am Rand der Karte, hier links oben. Es ist auf jeden Fall eine bitterkalte Welt, Schneefeld, Nadelwälder mit verschneiten Gipfeln, und unseren beiden Trupps ist es eventuell auch ein bisschen kühl. Nein, nicht wirklich. Die haben so gute Rüstungen, die sind sicher vor den Unbilden des Wetters geschützt. Wir starten wie immer bei den Space Marines und in diesem Spiel mit zwei Infanteristen, mit zwei Tactical Squad Einheiten. Mäßig kampfstark, aber eine robuste Standardeinheit zu Beginn. Immerhin ganz gut gepanzert. Links unten seht ihr es. 8 heißt, dass jeder Panzerungspunkt den erlittenen Schaden um etwa 8% senkt. Das heißt 8x8. 64% weniger Schaden, wenn uns jemand angreift. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Auch ganz gute Trefferpunkte. Und das ist schon mal okay. Damit kann man starten. Außerdem werden die im Laufe einer Partie auch immer stärker. Zum einen durch Erfahrungspunkte, die sie sammeln. Und zum anderen dadurch, dass wir Forschung betreiben und ihnen zum Beispiel bessere Panzerungen verschaffen oder noch zusätzliche Angriffsmöglichkeiten. Jetzt ist allerdings die allererste Frage natürlich, nachdem wir wissen, wo wir gelandet sind, wo gründen wir unsere erste Stadt? Und jetzt müsst ihr ganz, ganz tapfer sein. Ich weiß, viele von euch, die 4X-Spiele lieben, lieben es vor allem, solche Welten mit Städten zuzupflastern. Tapfer sein. Wir gründen jetzt unsere erste Stadt, ja, aber es wird zugleich auch unsere einzige sein. Die einzige in dieser Partie. Das ist eine der Spezialeigenschaften unserer Space Marines. Wir können nur eine Stadt gründen. Wie kann man denn damit gewinnen? Es geht, wir haben bestimmte andere Fähigkeiten, die das kompensieren. Wir müssen halt ein bisschen umdenken, aber es ist durchaus möglich. Links oben seht ihr es. Eine Stadt können wir setzen, die wird aus dem Orbit platziert. Das geht nur dort auf den Standorten, die wir aufgedeckt haben, wo kein Fog of War drauf ist, und auch solche, wo wir gerade Sicht drauf haben. Also mal aufgedeckt und dann weiterziehen, das reicht nicht aus. Das heißt, der allererste Schritt ist jetzt erstmal Gelände erkunden mit den beiden Infanterieeinheiten. Der grüne Bereich zeigt euch, wie weit wir kommen. Das ist nicht allzu viel. Ich ziehe mit dem Trupp mal hier hin. Und wir entdecken Stahlkraut. Klick drauf. Aha. Wehe der Infanterieeinheit, die sich in dieses Dornengestruppe begibt. Die Pflanzen ranken sich erst langsam, aber dann schneller und schneller mit ihren rasiermesserscharfen Schlingarmen um den unglückseligen Eindringling. Anders formuliert, ein wenig prosaischer, zieht er drauf, dann verbleibt er dort beim Rundenwechsel und verliert Lebenspunkte. Autsch. Grundsätzlich gilt, wenn eine Einheit zieht, egal ob sie jetzt nur ein Feld weit zieht oder zwei oder wohin auch immer, ihr könnt nicht weiterziehen. Also alle eure Bewegungspunkte könnt ihr ausgeben bei eurem einzigen Zug, den ihr habt, oder auch nur in Teilen, aber ihr könnt nicht kurz ziehen und dann weiterziehen in derselben Runde. Das geht nicht. Jetzt haben wir noch einen zweiten Trupp. Also das ist hier, wir könnten hierhin zum Beispiel ziehen, das hier unten weiter aufdecken, aber ich guck mal, wie weit wir hier oben hinkommen. Ich zieh mal hier rein. Ja, das war erstmal gar nichts. Immerhin hier eine andere Klimazone. Mal gucken, wohin das geht.
Wollen wir eine Stadt gründen? Ich zeige euch das mal an. Ja, wir könnten jetzt, hier ist es gut zu sehen. Auf Wasser können wir natürlich eh keine Städte gründen, aber wir können auch nicht da, wo wir gerade nicht drauf gucken können. Aber das macht im Augenblick noch wenig Sinn, weil ich erstmal auf der Suche bin nach einem richtig attraktiven Geländefeld. Was das sein wird, erkläre ich euch, wenn ich es gefunden habe. Ich gehe mal ein Risiko ein. Ich weiß, vielen von euch sträuben sich jetzt die Nackenhaare, wenn man in der ersten Runde nicht keine Stadt gründet in einem solchen Spiel. Aber ich wage es mal. Eine Runde weiter. KI zieht. Die haben jetzt sicher ihre Städte schon. Und wir ziehen natürlich nicht in das Stahlkraut rein, sondern hier den Fluss entlang. Richtung Süden auf die Wiese und... Oh ja, da ist schon mal was und das ist schon mal gut. Wir haben ein Jokero-Handelslager entdeckt. Das ist eine feine Sache. Wenn Ihnen Ihr Leben nicht allzu viel bedeutet oder Sie sich nach einem Kick sehnen, statten Sie den Jokero einen Besuch ab. Dieses fremdartige Volk mit orangefarbenem Fell ähnelt Orang-Utans, doch es verfügt über eine angeborene technische Kreativität, die selbst den Erfindungsgeist der Ork-Mac-Boys übertrifft und wundersame Schöpfungen hervorbringt, die jenseits jeglicher Vorstellungskraft liegen. Die Herausforderung besteht darin, in ihren Besitz zu gelangen und ihren Nutzen herauszufinden, ohne zu Schaden zu kommen. Erfinder, die ihr schöne Sachen verkaufen, und das sind hier plus 50% Einfluss, plus 25% Bedarfsgüter. Was das bedeutet, erkläre ich euch gleich. Vorher einen Blick, wo wir hier gelandet sind. Im Kompendium, was das ist das In-Game-Lexikon. Das erklärt und listet auf sämtliche Gebäude, die es gibt. Klickt darauf, zeigt euch die an, Attribute, die man hat, Aktionen, die möglich sind, die Kosten und so weiter. Dann die Fraktionen könnt ihr euch nochmal anschauen und was die für Boni haben. Mali, welche Spezialfähigkeiten. Bei den Geländeelementen sind wir hier. Gegenstände, das sind Dinge, die wir bekommen, zum Beispiel beim Plündern von Ruinen oder die wir kaufen können in einem Item-Shop. Nein, keine Sorge, keine In-Game-Käufe beim Publisher, sondern das sind hier Spielweltkäufe. Und solche Gegenstände kann man dann seinen Helden geben. Und die damit dadurch stärker machen. Da gibt es noch Eigenschaften. Das ist der Status, in dem sich eine Einheit befindet. Es gibt auch verschiedene, da können auch verschiedene Statusmerkmale nebeneinander existieren, dass man zum Beispiel besonders schnell ist oder besonders gut gerade geschützt oder eine schlechte Moral hat durch bestimmte Ereignisse ausgelöst, aber oder weil man einen Bonus bekommen hat, was auch immer. Und alle Einheiten sind aufgelistet. Hier sind sie. Und dann gibt es noch die Tipps, die zeigen euch, das ist das Tutorial. Also das habe ich jetzt in unserem Fall deaktiviert, aber falls ihr es selber spielt, nach Release das Spiel und das Tutorial angeknipst habt, dann bekommt ihr immer dann, wenn es, wenn ihr bestimmte Spielfeatures das erste Mal sehen oder wenn das Programm meint hier, darauf würde ich euch gerne hinweisen, so der Reihe nach diese Tipps hier angezeigt. Das kann man dann auch wieder zurücksetzen und nochmal neu erleben. Was leider fehlt, das finde ich sehr, sehr schade, es gibt keine zusammenhängende Feature-Erklärung. Das heißt, in dieser Liste hätte ich persönlich gerne einen Spiegelstrich oder ein Kapitelchen mit Spielfeatures oder mit dem Regelwerk, dass man bestimmte Dinge mal systematisch nachlesen könnte. Vieles kann man sich im Spiel zusammenreimen, wenn man ein Weilchen gespielt hat. Ich glaube, ich kann euch einiges erklären, aber nicht alles. Ein paar Sachen sind mir auch rätselhaft bislang geblieben. So, und jetzt gründen wir die erste Stadt, denn das ist das Stadt platzieren. Ich zeige euch erstmal das. Das ist die Alternative dazu. Auch ein anderer Bonus, den wir haben, eine andere Eigenschaft, die wir haben als Space Marines. Wir können Festungen bauen. Mit den Festungen können wir quasi, das ist so eine Art Hilfsstadt, könnte man sagen. Allerdings mit ganz eingeschränktem Nutzen. Die platziert man üblicherweise neben ein solches Feld hier, wie dieses hier. Also neben einem speziellen Ressourcenpunkt. Wenn man daneben steht, dann werden alle solche Ressourcen im Umkreis drumherum automatisch bewirtschaftet. Das heißt, hier zum Beispiel eine solche Festung hingesetzt und dann bekommen wir rechts, wie ihr sehen könnt, plus 50% Einfluss, das ist das lilafarbene, laufend auf alle unsere Einflusserträge und plus 25% einen Bonusaufschlag auf unsere gesamte Produktion von Bedarfsgütern. Das ist eine schöne Sache.
dieser Festung der Erlösung kann man allerdings auch, ich glaube, unbegrenzt oft setzen. Ich habe zumindest noch kein Limit entdeckt, aber. Es gibt zum einen einen Cooldown, alle 3 Runden kann man die nur setzen und die kosten etwas. Kosten 50 Einflusspunkte, eine der Ressourcen, die ihr links oben aufgelistet seht. Und der Unterhalt kostet auch nochmal 2 Einflusspunkte. Und jetzt kommt der Pferdefuß bei der ganzen Sache, weil so unglaublich teuer scheint es ja nicht zu sein. Jede neue Festung kostet 50 mehr. Das heißt, die erste 50 Einfluss, die zweite kostet 100 und so weiter. Verliert man eine Festung, indem die zum Beispiel zerstört wird von der Fauna dort, weil irgendwelche wilden Bestien die in Stücke reißen, dann fängt man wieder eine Stufe drunter an. Also dann kostet die nächste Festung wieder 50 Einfluss weniger. Insofern muss man sich da allmählich vortasten. Ich mache mal was anderes. Ich setze unsere erste Stadt. Die würde ich gerne platzieren neben einem solchen Teil, weil das furchtbar praktisch ist. Denn wenn ich jetzt, also das läuft so, wenn ich eine Stadt hinsetze, zum Beispiel hierhin, auf dieses Feld, wenn ich die hier hinsetzen würde beispielsweise, ne? Eine Stadt bekommt automatisch vom Start weg 2 gratis Gebäude. Diese Gebäude produzieren eigentlich von allen Ressourcen ein bisschen was, von allen Ressourcen, die es im Spiel gibt. Links oben seht ihr es sind Bedarfsgüter. Damit baut man Gebäude und produziert Einheiten. Das sind die Startkosten quasi für Gebäude und für Einheiten. Dann Energie, der laufende Unterhalt für Gebäude oder für Spezialeinheiten. Forschung, Forschungspunkte braucht man für Technologien, klar. Und diese Einflusspunkte. Das sind nicht alle Ressourcen im Spiel, aber das sind so jetzt erstmal die wichtigsten. Und wenn ich eine Stadt hier... Ach, ich mache das mal. Ich glaube, ich zeige euch das gleich mal am lebenden Objekt, weil ich glaube, das ist ein verdammt guter Startort hier. Kann ich die noch ziehen, die Einheit? Die ziehe ich mal sicherheitshalber auch nochmal vor. Sagen wir mal bis... hierhin erstmal. Und wir haben noch was entdeckt. Hier ein Rikaf-Feld. Liefert uns plus 50% Loyalität. Hier kommt ein Feature nach dem anderen, das ich euch erzählen und erklären könnte. Unscheinbare Wildpflanzenfelder, die ein Geheimnis bergen. Nährstoffreiche Nahrungsquellen und zugleich ein stimulierendes Suchtmittel. Mit dessen Hilfe organische Rassen, wie unser eins, für lange Zeit ohne Schlaf und Erholung auskommen. Die Menschen nennen die Pflanze Rikaf und verteilen sie sowohl an Fabrikarbeiter als auch an Sklaven, um die Produktionsrate drastisch zu erhöhen, an YouTube-Let's Play-Zuschauer, um sich ein Video nach dem anderen in der Playlist anschauen zu können, ohne schlapp zu machen. Also, Loyalität wird um 50% erhöht, das ist quasi die Moral, das erkläre ich euch gleich. Also, das wäre ein anderer möglicher guter Standort für eine Stadt, so daneben hier hingesetzt, aber... Oh ja, das ist auch gar nicht mal so schlecht, schaut, da gibt es so dicke Produktionsboni, 25%. Das ist verdammt gut. Aber das hier, puh, das ist auch sehr verlockend. Sehr viele Bedarfsgüter und sehr viel Forschung drumherum. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Hier oben haben wir auch schon aufgedeckt. Nur Energie fehlt hier. Also vor allem der Einfluss, der lockt mich sehr. Diese vielen Einflussfelder, da kann man viele Einflussgebäude gleich drauf platzieren. Das ist schon sehr cool. Und Forschung ohne Ende. Hier oben eher Produktion. Das heißt, Einheiten werden schneller produziert. Ja. Aber das hier unten mit der Kultur, das finde ich cooler. Das mache ich sofort. Ich gründe unsere erste Stadt. Hier an diese Stelle. Auf einem arktischen Feld, wo ein Fluss durchfließt, wo Gestrüpp ist und ein Felsen. Und merkt euch mal diese 3 Boni plus 25% auf diese 3 Erträge. Und die Zahl 2 bedeutet übrigens, dass man dort 2 Gebäude platzieren kann auf dem Feld. Wenn man eine Stadt gründet, hat man automatisch 2 Startgebäude. Das heißt, beide Gebäudeslots werden gleich auf einen Schlag besetzt sein. Zack, aus dem Orbit gelandet. Hoppla! Asraels Zorn heißt unsere Stadt. Sehr, sehr cool. Kann man die eigentlich umbenennen? Ich wüsste im Augenblick nicht wo. Das ist unsere Stadt. Oh, und wir haben gleich Feinde aufgedeckt hier in unserer Nähe. Krothunde. Die schauen wir uns mal nachher an. Und ich erkläre euch erstmal, wie das jetzt hier funktioniert. Also, wir bekommen diese 3 Boni. Wenn ihr mal
hier drauf geht auf die Stadt, das sind die beiden Stadtgebäude. Die bringen diese Basisressourcen von allem. Das ist zum einen die große Halle für unsere Leute. Die bringt uns ein das Bevölkerungslimit wird auf 6 erhöht, also von 0 auf 6. Das heißt, bis zu 6 Bürger kann diese Festungsstadt beherbergen. Das ist wichtig, weil jedes andere Gebäude, das wir bauen, ein Produktionsgebäude für Einheiten, ein Gebäude, um Forschung zu produzieren, was auch immer, braucht einen Bürger, damit wir es in Betrieb nehmen können. Wir können so viele Gebäude bauen, wie wir wollen, solange wir die nötigen Gebäudeslots haben, aber wir können nicht mehr Gebäude zur gleichen Zeit betreiben, wie wir Einwohner haben. Und das ist halt dieses Bevölkerungslimit, was dadurch auf 6 gesetzt wird erstmal. Dann Bedarfsgüter sehr viel, 17. Und jetzt schaut euch mal die Zusatzboni an, die es hier gibt. 12 durch Gebäude, das heißt die große Halle produziert 12, das Orbitalschlag-Relais produzierte 6 Produktion und 6 Einfluss. Also es sind 12, die hier produziert werden insgesamt. Und darauf kommen dann plus 3 Null drauf durch Geländeelemente. Das sind diese 25% Bedarfsgüter, die wir eben als Bonus gesehen haben. Und diese 25% die gibt es auch, ihr seht ihr es, bei der Forschung. Da macht das auf 6 draufgeschlagen 1,5 aus. 6 ist die Forschung, die hier produziert wird. Und beim Einfluss ebenfalls. Also das ist schon sehr schön, dass wir so einen multiplen Bonus hier abgegriffen haben. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt nehme ich mir, also das Einzige, was wir jetzt machen können, ist sowieso nur ein Hexfeld und zusätzlich holen. Das sind alle Aktionen, alle Bauaufträge, alle Projekte, die man in der Stadt machen kann. Dieses Gebäude Orbitalschlag-Relais, das erlaubt einem, Gebäude zu bauen. Das ist dessen hauptsächliche Funktion, mal abgesehen von den Erträgen, die es bringt und der Energie, die es kostet. Man kann später im Forschungszweig auch erforschen, dass man weitere Orbitalschlag-Relais-Gebäude bauen kann. Baut man auf einen anderen Gebäudeslot ein zweites hin, dann produziert man Gebäude doppelt so schnell. Jedenfalls, und all diese Gebäude hier, Gebäudegeneratorum zur Produktion von Energie oder das Librarium für Forschung oder sehr schön Assimularium für Einfluss oder sehr hilfreichen Apothekarion, um Einheiten produzieren zu können, nämlich Infanterie, können wir alle nicht produzieren im Augenblick, weil wir keinen Gebäudeslot frei haben. Beide sind belegt. Einzige Möglichkeit, Hexfeld einverleiben. Wir können eines der Felder drumherum, können wir halt uns dazu holen. Das kostet uns 2 Runden dauert es, 12 Produktion, deshalb dauert es auch 2 Runden, weil wir 7 eine 7er Produktion haben. 2x 7 gibt 14, 12. 5 Bedarfsgüter einmalig, 5 Einfluss einmalig. Wenn wir das zum Beispiel hierhin bauen würden, das Hexfeld uns erschließen würden, dann hätten wir danach 3 Gebäudeslots dra. Das ist diese Zahl 3, die ihr da oben sehen könnt. Könnten 3 Gebäude draufsetzen. Wäre eines dieser Gebäude ein Forschungsgebäude, was Forschungspunkte generiert, würde es 25% mehr Forschungspunkte generieren als sonst. Als Beispiel. Hier könnte man solche, man kann auch andere Gebäude hinsetzen. Also ihr könnt auf das Geländefeld zum Beispiel dann später, das sind 2 Gebäude möglich, auch ein Energiegebäude setzen. Kein Problem, da würde man aber keinen Bonus bekommen. Das heißt, da wäre es schon klug, eines dieser 3 anderen Gebäude hinzusetzen, die Kultur oder Forschung oder Bedarfsgüter produzieren. Aber ich mache jetzt noch was ganz anderes. Deshalb wollte ich unbedingt nämlich die Stadt neben einer solchen Ressource hinsetzen. Ich hole mir stattdessen hier das Hexfeld. Obwohl, schaut mal da oben, 0 Gebäude möglich sind. Keines eines. Aber es bringt halt diese 50% Einfluss mehr und die 25% mehr an Bedarfsgütern. Und das ist cool. Vor allem die Einflusspunkte zum Start. Sobald ich dieses Geländefeld durch die Stadt angeschlossen habe, bekomme ich das automatisch, ohne dass ich da irgendein Gebäude bauen muss. Und ich bekomme beide Boni und nicht nur eines, nämlich das, was zu einem Gebäude passen würde. Das finde ich super cool und deshalb hole ich mir erstmal dieses Hexfeld hier. Auch wenn ich dann zum Beispiel kein Einheitengebäude bauen kann, keine weiteren Einheiten rekrutieren kann, kein Einflussgebäude bauen kann, nichts. Nur dieses Geländefeld erstmal nur. Okay? Jetzt werfen wir aber mal einen Blick. Hier haben wir eine Gruft der Necrons entdeckt. Da können wohl die Necrons ihre Städte bauen. Diese untote Maschinen-Zivilisation. Und wir haben Krothunde entdeckt. Was ist denn das? Leicht vogelartige Krot, außergewöhnlich agile, also bewegungsschnelle Kreaturen, die den genetischen Code anderer Rassen durch Verzehr absorbieren können. Ziemlich degenerierte Erscheinung.
Und die verfügen bei den Waffen, seht ihr es, über Handwaffen, sprich, da seht ihr auch Reichweite 0. Das heißt, sie können nur einen dann angreifen, wenn sie direkt neben einem stehen. Und jetzt wird's interessant, wie gehen wir jetzt vor? Wir greifen erstmal gar nicht an, weil wir haben ja hier auch gar keine Bewegungspunkte mehr. Wir können nicht hinlaufen. Was wir machen können, wir können mit unserer Stadt selber auch angreifen. Könnten wir, hätten wir noch einen Aktionspunkt. Links seht ihr es, die Stadt kann schießen. Ein Aktionspunkt ginge dabei drauf. Aktionspunkte kann man auch verbrauchen für andere Dinge, wie zum Beispiel das Aktivieren von bestimmten Fähigkeiten oder Infanterieeinheiten. Wenn sie mit Granaten ausgestattet sind, können dann sagen, wir werfen Granaten oder machen irgendeinen anderen Spezialangriff. Wichtig, es sind die Bewegungspunkte und die sind rechts daneben und die Aktionspunkte, das sind verschiedene Konzepte, die sind voneinander entkoppelt. Das heißt, wir können mit einer unserer Einheiten, hätten wir Bewegungspunkte, an einen Feind ranziehen, alle Bewegungspunkte aufbrauchen und dennoch noch auf ihn ballern. Eine andere Region haben wir entdeckt, das ist hier der Zostrogikam. Und wie ist diese Region hier? Keine Ahnung, es scheint eine spezielle Klimazone hier zu sein. Forschung auswählen. Das geht von links nach rechts. Ich gehe mal rüber. Es sind immer 6 Technologien auf einer Ebene und es gibt insgesamt im Spiel 10 dieser Ebenen. Die kann man der Reihe nach freischalten. Das läuft so, man muss immer mindestens 2 von der vorigen Ebene sich geholt haben, damit man dann eine Ebene weiterkommen kann. Dann nochmal 2 hier, dann kann man zur nächsten Ebene weiter. Man kann natürlich auch erstmal unten alles auffüllen, wie man möchte. Die Einheiten jeder nächsten Ebene sind etwas teurer. Hier zum Beispiel 36 Forschungspunkte, 54 Forschungspunkte, 77 und so weiter. Was man auch berücksichtigen muss, im Gegensatz zu vielen anderen 4X-Spielen, es gibt keine Forschungsvoraussetzungen für einzelne Technologien. Da kennt ihr das vielleicht, da kann man zum Beispiel, was weiß ich, Bewässerung erst an sich holen, wenn man vorher Ingenieurswesen erforscht hat oder umgekehrt. Oder sowas gibt es ja nicht, man muss einfach nur 2 Stufen hier, 2, 2, immer weiter. Okay, wir holen uns zu Beginn hier auf der linken Seite mal die beiden Gebäude, von denen ich mir fest überzeugt bin, dass wir sie auf jeden Fall brauchen im Laufe des Spiels. Das ist das Reclusium, ein Gebäude, das Helden hervorbringt. Und das Arsenal. Das Arsenal gut für Fahrzeuge. Da kann man zum Beispiel zu Beginn, wenn man die freigeschaltet hat, hier stehen sie, Scout-Bikers, also schnelle Motorrad-Scouts. Produzieren, mit denen wir das Gelände schnell aufdecken können. Auch sehr verlockend. Fragmentgranaten, eine Zusatzausstattung für Infanterieeinheiten könnten wir auch machen, aber noch haben wir gar keine. Grundsätzlich gilt, man schaltet erst das Gebäude frei und danach die Einheitentypen, die man dort baut. Also Arsenal freigeschaltet erlaubt einem prinzipiell die Produktion von Fahrzeugen, nur um den ersten Fahrzeugtyp freischalten zu können, muss man noch eine andere Technologie haben, dann kann man dort Scouts bauen. Ähnlich funktioniert es bei diesem Heldengebäude. Man baut das Reclusium, dann könnte man Helden bauen, aber dann muss man erstmal den ersten Helden, nämlich den Captain, erforschen, dann kann man den nehmen. Ja, worauf gehen wir? Ich denke, wir gehen auf beides. Also Helden will ich euch auf jeden Fall zeigen, ich will euch aber auch die Fahrzeuge zeigen. Ich fange mal mit dem Reclusium, dauert wahrscheinlich sehr lange. Ich fange mal mit dem Arsenal hier an, dann können wir auch die Karte schneller aufdecken. Okay? So, haben wir alles für die erste Runde gemacht? Ja, wir könnten eine Festung der Erlösung platzieren hier oben. Könnten wir machen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, denn die Loyalität, das ist kein zentrales Feature in dieser Spielphase, finde ich. Also daneben eine Festung gesetzt, bringt uns hier plus 50% Loyalität. Hier hingesetzt zum Beispiel oder hier hingesetzt. Ja, aber braucht man nicht wirklich. Jetzt nicht wirklich. Ich zeige euch das mal am Beispiel hier. Jeder Bevölkerungspunkt verbraucht eine Loyalität. Die Stadt selber hier produziert durch ihre Gebäude, die große Halle, 6 Loyalität. Wir verbraten einen von einem Bevölkerungspunkt, 5 bleiben übrig. Jeder einzelne Loyalitätspunkt erhöht die Ressourcen, also jeden, den wir im Plus sind, die Ressourcenproduktion um 2%. Bei allen Ressourcen, Forschung, Energie, egal wo. Klingt cool, ist aber doch relativ gering. Wenn es sehr niedrig wird, die Loyalität unter, also wenn wir ein Defizit haben, geht die Ressourcenproduktion entsprechend runter. Also dafür würde ich jetzt nicht ungern meine erste Festung der Erlösung hier verschwenden. Ziehen wir mal eine Runde weiter. Ja, okay. Die Krothunde ziehen hin und her.
greifen uns aber nicht an. Und das ist jetzt auch eine sehr interessante Besonderheit. Es gibt zwei Siegvarianten hier in diesem Spiel. Die erste, ein Eroberungssieg. Das heißt ganz klassisch, macht alles platt, auf was ihr trefft, putzt alle anderen Fraktionen und Reiche weg, seid die einzigen, die überleben. Ihr habt gewonnen, Glückwunsch. Alternative, finde ich richtig interessant, ein Story-Sieg. Und er läuft bei jeder der vier Fraktionen anders ab. Das heißt, man bekommt eine Quest-Kette. Die ist individuell für eure Fraktion zugeschnitten und da müsst ihr jeweils bestimmte Zwischenziele erfüllen, dann durch dann die nächste Quest, die nächste Aufgabe freischalten und so weiter. Und wenn man dann am Schluss die endgültige Quest erfolgreich geschafft hat, dann hat man auch gewonnen. Kapitel 1, letzte Basis. Als Chapter Master war ihnen klar, dass die Ankunft einer riesigen Ork-Horde auf dem Heimatplaneten ihres Ordens katastrophale Folgen haben wird. Allerdings gibt es keine Herausforderung, die das Adeptus Astartes nicht meistern kann. Und dennoch, nach Monaten des Kämpfens war die Situation festgefahren, weswegen sie dem zivilen planetaren Gouverneur auftrugen, das Astra Militarum um Hilfe zu bitten. Der grünen Bedrohung Herr zu werden ist oberste Priorität, auch wenn der Stolz des Ordens darunter zu leiden hat. Kaum waren die Soldaten gelandet, kam ein Warpsturm auf, der das ganze System umfasste und den Planeten verwüstete. Von ihrer ansehnlichen Flotte überstand lediglich eine einzige Schlachtbarke auf niedriger Umlaufbahn diesen Sturm. Als er an der Planetenoberfläche abgeflaut war, landeten ihre überlebenden Marines in einer Welt, die einem Trümmerfeld glich. Sie sitzen nun auf der Oberfläche des Planeten Gladius fest und sind vom Imperium abgeschnitten. Um sie herum wimmelt es von Xenos. Aber die Space Marines sind die Söhne des Imperators und werden es dem Feind nicht leicht machen. Entschuldigt bitte, dass ich hier so wie ein Schmierenkomödiant die volle Pathos-Ladung absondere, aber wenn man eines dieser Warhammer-Welt nicht vorwerfen kann, dann ist es ein Übermaß an Selbstironie und Augenzwinkern. Ich weiß, es gibt auch humorige Sachen, zum Beispiel rund um die Orks insbesondere, aber eigentlich ist es hier martialisch und pathetisch. Ihr Orden hat nichts dem Zufall überlassen und in ihrer Festung stehen genug Lebensmittel und Rohstoffe zur Verfügung, um jahrzehntelange Schlachten und Belagerungen zu überstehen. Allerdings müssen für komplexere Geräte, Munition und Ausrüstung seltene Rohstoffe herangeschafft werden. Wenn wir eine Chance haben wollen, der Xenos-Bedrohung Herr zu werden und zu siegen, müssen wir die Standorte dieser wichtigen Rohstoffe sichern, damit Survivors und andere Arbeitskräfte sie über einen längeren Zeitraum hinweg abbauen können. Unsere Ziele? Wir müssen das Gebäude Festung der Erlösung neben einem Ressourcenhexfeld platzieren und die Umgebung sichern, also dass da wahrscheinlich kein Vertreter der örtlichen Fauna, kein Gegner, kein Feind daneben steht. Belohnung? Publige 25 Bedarfsgüter, aber vor allem einen Schritt weiter in unserer Questkette. Azrael Zorn, Krothunde neben uns und die ersten Aufgaben, die wir erfüllen mussten. Unsere Marines im Hintergrund, die Space Marines, bereit auf die Krothunde draufzustürzen und sich ihrer zu entledigen. Ich hoffe, ihr habt schon mal ein bisschen Lust, Bock auf das Spiel bekommen. Ich habe richtig Freude drauf und freue mich wahnsinnig auf dieses Preview-Let's Play. Übrigens in meinem Community-Forum community.writingbull.de gibt es einen Thread, einen Info- und Diskussion-Thread zu diesem Spiel. Den Link findet ihr in der Textbeschreibung des Videos auf YouTube. Ich möchte euch herzlich einladen, mit mir, mit anderen Interessenten dieses Spiels über diesen Titel zu diskutieren. Und ihr findet auch in der Textbeschreibung des Videos auf YouTube einen Link, zwei Links, den einen auf die Produktseite dieses Titels beim Publisher, bei Slytherin, und einen Steam-Shop-Link auch. Ich selber habe bei diesem Spiel keinen Affiliate-Link, also keinen Shop-Link, an dem ich verdienen würde, wenn ich ein Spiel verkaufe und jemand über den Link reingeht. Das ist ja einfach nur so, dass ich das Spiel zeige, weil ich halt große Freude daran empfinde und ich muss es ganz ehrlich sagen, weil mir die Entwickler so kreuzsympathisch sind. Und ich mag einfach diese Art von Spielen. Ja, bald geht es weiter. Folge Nummer 2 folgt bald. Und ich hoffe, ihr zieht euch warm dafür an. Können wir gut gebrauchen. Vor kurzem habe ich Frostpunk im Preview-Let's Play gezeigt. Jetzt schon wieder so eine arktische Kälte. Ich wusste nicht, wo ich starte. Es hätte auch in irgendeiner Wüstengegend sein können, im Dschungel. Jetzt müssen wir uns schon wieder warm anziehen. Tut mir herzlich leid. Ich hoffe, wir verkühlen uns nicht, ihr und ich.